Meine beste Freundin im Fußballbusiness? Das ist eine schwere Frage. Judith Steinhardt und Chia Corley. War, ja, mag die beiden sehr gern. Meine beste Freundin ist tatsächlich Sarah Dorsun, die ja jetzt leider nicht mehr hier ist, aber ich glaube, wir haben sehr viel Zeit hier gemeinsam verbracht und es war einfach immer schön, egal was wir gemacht haben. Ja, Agata Tarczyńska ist meine beste Freundin und ich habe auch ja, ein paar Spielerinnen aus Polen, die in Frauenfußball spielen. Silvia Matyszyk gibt es schon ein paar. Sophie Howard, sie spielt aktuell bei Leicester City. Habe mit ihr in Hoffenheim zusammengespielt und dann eine sehr gute Freundin geworden. Und ja, schweben da auf der gleichen Frequenz sozusagen, haben den gleichen Humor. Und ja, da einiges an Höhen und Tiefen erlebt, deswegen ja. Jennifer Maruschan, sie kenne ich schon mein halbes Leben, haben schon viele Höhen und Tiefen gemeinsam gemeistert, war meine Trauzeugin bei meiner Hochzeit und von daher, ja, der auch ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich. Also im Fußballbusiness meine beste Freundin, arbeitet für Beko Häcken. Meine beste Freundin im Fußballbusiness, ich glaube, das ist noch aus Hoffenheimer Zeiten. Ja, es hat einfach gepasst und es passt auch immer noch, obwohl wir jetzt weitere Distanz haben. Im Fußballbusiness? Ui! So eine interessante Frage. Oh, das ist eine. Aber ich muss Namen nennen, ja. Tatsächlich würde ich gerade sagen, Lena Lattwein. Ja, nee, meine beste Freundin hier im Fußballbusiness ist Alex Popp. Ich verbringe sehr gerne privat auch viel Zeit mit ihr und kann mich immer zu 100% auf sie verlassen. Stefanie Gollert aus Bremen. Wir haben uns kennengelernt in Essen, haben zusammen da gespielt und ja, sind dicke, dicke Freunde. Es ist Annike Kran. Ja, wir haben in Duisburg uns sozusagen kennengelernt. Sie hat ihre Karriere dann in Leverkusen beendet. Über die ganze Zeit waren wir immer viel im Kontakt, haben vor allem unsere Verletzungszeit, wo sie einen Kreuzbandriss hatte und ich meine Fersenverletzung, uns gegenseitig gestärkt und dadurch ist eine sehr, sehr gute Freundschaft entstanden. Na, dich. Oh. Süß, ne? Ja, total. Ich habe mehrere Freundinnen. Tabea Wasmut, Alexandra Popp, ja, Clara Bühl, ja. Meine beste Freundin ist Adriana Mori, die spielt bei Turbine Potsdam und wir spielen zusammen Nationalmannschaft und wir kennen uns schon seit, ich glaube, so ungefähr 10 Jahren schon fast, deswegen ja. Ja, ich glaube, ich kann Feli Rauch da schon nennen. Wir verstehen uns mega gut, wir haben sehr, sehr viel Spaß in der WG und ich meine, dadurch, dass man irgendwie zusammen lebt, zusammen trainiert, arbeitet irgendwo, hat man eine besondere Bindung, weil wir viel Zeit miteinander verbringen und ja, auch vor allem sehr, sehr, sehr viel Spaß zusammen haben. Meine beste Freundin im Fußballbusiness und neben dem Fußballbusiness ist Pauline Bremer. Wir kennen uns schon ewig und dementsprechend, ich glaube mittlerweile 14, 15 Jahre, das ist einiges. Und ja, da muss ich ganz klar sagen, Felicitas Rauch. Wir kennen uns einfach schon seit wir 11 Jahre alt sind und die Freundschaft hat sich über die Auswahlmannschaften bis hin zum Verein, Nationalmannschaft immer weiter durchgezogen. Meine beste Freundin. Elena, bitte. Also ich bin sehr gut befreundet mit Lynn. Das ist auch lustig, weil wenn sie gekommen ist, haben wir auch erst die Verbindung so quasi aufgebaut und also man kann auch tiefe Gespräche haben und das ist, glaube ich, ganz. Also das ist für mich ja wichtig, dass man nicht nur oberflächliche Gespräche hat, aber auch ein bisschen Tiefgang hat. Ich habe mehrere gute Freundinnen, aber ich denke dann, oder, ja, ich kann nicht eine. So, ich denke dann Dominique, Jill, Svendis und Obi. Ich mache gerade hier im Team, ich habe 2, Lynn Wilms und Svendis.